Ich wünsche allen einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Ja, hier, wo wir beim letzten Mal an diesem Häuschen stehen geblieben waren, hatten wir nämlich aufgehört und uns war ein bisschen in der Folge die Zeit ausgegangen, als dass wir hier hätten noch vielleicht ein hübsches Dach auf das Häuschen draufsetzen können. Schade, naja, machst du nix, ist aber so. Was wir auf jeden Fall machen wollten, und da hatten wir aufgehört, und zwar ein paar Treppen zu setzen hier, also... Jetzt die Frage, die muss ja hier oben jetzt aufhören. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also müssten wir hier anfangen, theoretisch, damit wir genau oben rauskommen, oder? Wahlweise nicht so. Okay. Moment, so. Dann hier. Okay, okay, okay. Ich habe mich vermacht. Okay. Okay, okay. Ja, so zu probieren, das Trial and Error, ganz einfach. So, jetzt aber richtig, zack, links, rechts, oben, unten, hin, her, bam, yeah. Ach Mist, dann haben wir sogar noch zwei Treppen übrig. Wieso haben wir zwei Treppen übrig? Was soll denn das? Auf jeden Fall für die Treppe hier hoch. Tada, dann sind wir theoretisch hier oben. Aber hier oben wollen wir ja noch weiter. Stimmt, warte mal, warte. Bauen wir jetzt mit Bruch? Ich glaube, wir bauen mit. Wir bauen mit Bruchstein. Das Problem ist ja dann, hier ist ja schon die Wand, ne? Oh, machen wir erstmal die Ecken. Plupp. Und dann machen wir die Ecken nochmal. Nein, weil ich sehe jetzt folgendes Problem. Machen wir die Häuser einstöckig oder zweistöckig? Weil ich habe ja jetzt extra eine Treppe gebaut, die ich eigentlich schon ganz cool finde. Können ja hier noch eine zweite kleinere Etage oben reinbauen, wo sie sich die NPCs verstecken können. So eine Art Schutzraum vor allem, was Böses ist. Wow, jetzt fliegt hier gerade ein Helikopter vorbei, der übelst Krach macht. Ich hoffe, den hört man nicht. Okay. Wie bauen wir denn die zweite Etage? Bauen wir die aus Holz? Oh ja, weißt du was? Wir bauen hier aus diesen Holzplatten. So ja. Aus denen. Ich denke, das ist eine ganz gute Idee. Und, Moment. Ach so, will ich die jetzt so setzen oder will ich... Nee. Wenn, dann setze ich die doch wohl eins höher. Und zwar so hier, oder? Wäre doch viel schlauer. Dann kann man hier hoch und dann wird das... Da müssen wir aber gucken, wie wir das... Vielleicht bauen wir hier so einen kleinen Balkon raus, dass wir hinten auf das Gamescom gucken können. Das könnte man machen. Dann hat man hier auch noch eine sinnvolle Aktion. Das ist jetzt aber die Feinheit des Bauens, die wir hier begehen. Also, ja, da müssen wir jetzt hier... richtig fein und ordentlich gucken, was wir machen. Also erstmal überhaupt nicht fein, sondern grob hier den Boden für die oberste, hoppala, für die oberste Etage setzen. Ich mag es auch eigentlich, ganz ehrlich, solche halben Platten da in solchen Etagen-Zwischenräumen zu bauen. Immer, weil ganz einfach der untere Raum dadurch ein bisschen größer wirkt, ein bisschen... Man hat mehr Decke. Man hüpft und stößt sich nicht sofort den Kopf. Das ist das Schöne halt an der ganzen Geschichte. Wir haben natürlich nicht genug Holz. Wow. War das echt schon alles Holz, was wir hatten? Das ist jetzt doof. Das wird nicht reichen, habe ich so das Gefühl. Ja gut, wir bauen erstmal mit dem, was wir haben. Und dann... Wir hatten doch so viel Holz gesammelt. Alles weg. Alles aufgegessen. Nom 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 nom. Und dann ist das ganze Holz weg. So, tipp, tipp, tipp. Tipp, 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 tipp. Nein, das reicht nicht. Okay. Ein bisschen brauchen wir noch. Blub. Chippity-chap. So, wie weit können wir denn hier gehen? Das geht noch. Das geht schon nicht mehr. Okay. Hier ist also Ende im Gelände. Gut zu wissen. Und hier, wups. Wie machen wir das jetzt? Wie machen wir das jetzt? Ja, wir sind schnell unterwegs. Das Beacon mit dem... Was ist ein Schwein da hinten? Ich wollte gerade sagen, was ist denn das? Dreck mit Augen? Aber das ist einfach bloß ein dreckiges Schwein, was da rumguckt. Ja, nee, das Beacon gibt auf uns auf jeden Fall einen Speedbuff. Darum sind wir hier auch so schnell unterwegs. So, ich hätte ja echt gern einen Balkon. Einfach so. Flup. Flup. Und dann hätte ich gerne den noch weg. Und den noch weg. Und würde anstatt denen da nochmal hier so einen hinsetzen. Einfach weil ich es kann. Jo. Alles klar.
Ich glaube, wir arbeiten dann mit einfachem Holz. An der Stelle gehen dann über in Treppen an dieser und jener Stelle und schließen das Ganze mit doch nochmal einem einfachen Holz ab. So. Ja, so. Nee, warte mal. Das passt noch nicht so ganz. Wir gehen erstmal eine Runde pennen, weil es wird gerade dunkel. Und dann gucken wir uns das nochmal an, wie wir das genau überarbeiten wollen. Dann können wir uns eigentlich auch noch ein bisschen Holz suchen und graben, denn wir sind ja noch nicht fertig mit Bauen. Fürs Dach, da würde ich ja auch hier das dunkle Holz wählen. Das können wir dann eigentlich auch gleich mal mitnehmen. Und da vor Ort in eine Truhe tun. Stell die Leiter hoch. Oh, jetzt bin ich geschafft. Erstmal schlafen. 5, 5, 5. Na, 5, 5, 5. Oh, ich bin wach. Hallo. So. Sehr gut. Eine schöne Backkartoffel erstmal in den Rachen schmeißen. Oh, wow. Müssen wir hier auch wieder farmen? Ist ja doof. Na gut, ich nehme erstmal ein bisschen Holz mit. Hier nehme ich auch nochmal ein bisschen was mit. Man weiß ja nie. Ja, doch. Let's do this. Wusch, wusch, die Wuschel, die Wusch. Soweit, so gut. Das Häuschen nimmt langsam seine Form an. Naja, langsam ist optimistisch gesagt. Wir gehen da. Ja, wir sagen optimistisch. Langsam nimmt es seine Form. So. Schwupp. 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 Okay, genug rumgealbert. Ich wollte ja gucken. Bam. Ah, der Balkon gefällt mir noch nicht so ganz. Ich denke, wir lassen den Teil hier weg. Die zwei Treppen gehen einfach bloß mit Holz. Ja, und jetzt kommt der Clou in der ganzen Geschichte. Wir nehmen hier ein Holz, da ein Holz, tun hier ein bisschen Stein hin und gehen hier mit Holz. Jawohl. Und hier können wir dann. Oh, das ist gut. Pass auf. Zack und zack. So als kleine Stütze. Dann müssten wir das eigentlich noch zumachen. Ja, doch, doch. Pass auf. Dann sieht das hier nämlich noch ein bisschen eleganter aus. Dann ist das. Ja. Schön. Balkon mit Stütze und schön. So gefällt mir das. So kann man arbeiten. Toll. Okay. Das bedeutet aber auch, dass wir hier nicht gleich mit einem Dach anfangen können, sondern wir müssten theoretisch noch eine zweite Etage hinbauen. Wie machen wir das jetzt? Ja, ein Doppelbalkon wäre ein bisschen Quatsch, wenn ihr nach da rausgeht und nach da. Aber was jetzt hier schon mal wäre, wir könnten hier so einen kleinen Anbau reinbauen. Das wäre eine Möglichkeit. Warte mal, wir müssen das jetzt aber weg. Genauso wie das. Denn hier kommt dann. Ja, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. So. 1, aua. 2, 3. Dann kommt das nämlich hier alles ein bisschen höher. 2, 3. Oder? Ja, doch, 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 doch. Pass auf. Und. Hier auf die Höhe. Müssen wir das aber hier genauso machen, auf die Höhe. Also wir machen es einfach mal und gucken mal, was bei rumkommt. Plupp, plupp. So. Tschack, tschack. Da bauen wir nämlich hier nochmal so Zwischendinger rein. Setzen hier nochmal 1, 2, 3 höher. 1, 2, 3. Dann ist das hier nämlich nochmal eine ganze Etage. Und hier erhöhen wir es nicht, sondern das wird jetzt der eigentliche Balkon von diesem Häuschen, der dann nach hier rausgeht, schön zum Garten, dass man immer die Leute, die hier vorbeirennen, angucken kann. Das ist eine gute Idee. Außerdem fällt mir da gerade was auf, was ich hier sehe. Hui! Nämlich, dass die Musik gar nicht an ist. So, die Schallplatte hatten wir beim letzten Mal schon. Nehmen wir die. So, sehr schön, sehr, sehr schön. Da haben wir doch schon mal ein bisschen was geschafft. Jetzt nur noch das Ganze ausfüllen, dann noch ein hübsches Dach drüber. Und, pass auf hier, das machen wir auch anders. Tschack, tschack, da nehmen wir nochmal die Wände weg. Warum habe ich die jetzt komplett weggeruppt? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall möchte ich hier gerne Chickity-Chack Holz hin haben. Chickity-Chack Holz hin haben. So.
haben wir nicht mehr viel Holz übrig. Das ist aber erstmal egal. Hier machen wir die Wände einfach dicht. So. Ja, und schon nimmt das Haus Stückchen für Stückchen Gestalt an. In einer ganz anderen Form, als es eigentlich ursprünglich geplant war. Hier können wir aber dann jetzt aufmachen, dass da sozusagen Fensterchen reinkommen. Ja, und das sieht doch schon mal ganz gut aus. Hey. So, und natürlich hier. Hier kann dann auch ein Fenster rein. Huch, keine Steine mehr. Okay. So, das dicht. Dann kommt hier noch das. Hier könnte theoretisch auch noch ein Fenster rein. So, dann machen wir erstmal die Seite. So, wie wir es hier fenstertechnisch regeln, das ist eine gute Frage. Ich würde es ja doppelt machen und dann so ein doppeltes Fenster haben wollen. So, und hier ganz klassisch wie unten, auch im Eingangsbereich, einfach die Fenster, nein, hier nicht. Die zwei Fenster aber so gestalten. Und hier würde dann ja theoretisch der Ausgang reinkommen. Und das Ganze dann hier abschließen. Vielleicht ja auch mit einem Fenster. Oder? Ich weiß nicht, kommt hier ein Fenster rein? Ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, dass das so ein bisschen... Ja, doch, doch, doch. Ich kann in etwa sehen, wo es hingeht. Dann kommt da noch ein Dach drüber. Aber in erster Linie brauchen wir jetzt erstmal kein Dach, sondern... Wir brauchen Stöcker. So, die kommen... Kommen die in die Mitte? Ich glaube, die kamen in die Mitte. Genau. Brauchen ein paar Zäune. Die werden wahrscheinlich nicht reichen. Aber erstmal zum groben Markieren. So. So, so. Können ja auch Fackeln drauf. Ist ja okay, ne? So, das war hier so eine... Das kommt ja einfach auch raus. Das fällt mir jetzt so viel besser. Sehr schön. So, ne, dann kann man nämlich auch hier Fackeln anbringen. Dann müsste das... Pass auf, das gefällt mir dann aber auch nicht. So. So. Okay, okay, okay. Ist die Musik schon wieder alle? Das ist frech, die von der Musik. Dass sie einfach mal alle ist. So, dann... Hier das. Und das kommt dann raus. Weil da kommt dann wieder Holz rein. Okay, dann legen wir erstmal neue Musik auf. Weil die Schallplatte meint, nicht wirklich lang zu sein. Das hat sich jetzt schon wieder verändert, das Haus. Aber wie sich das verändert hat, holla die Waldfee. So, ich weiß, ich bin ja heute ein bisschen flink unterwegs, ne? Aber hoppala. Liegt auch ein bisschen daran, dass die Folge viel zu spät aufgenommen wird, mal wieder. Also von mir, dankeschön, dankeschön. Ja, kommt halt ein bisschen später. Aber dafür gab es heute Minigames, hey. Okay, das sieht schon mal ganz gut aus. Wir brauchen Eichenholz. Hatten wir nicht... Ich gucke jetzt nochmal in der Truhe, ob wir hier nicht noch Eichenholz hatten. Ich meine nämlich, wir hatten hier noch nicht alle Reserve auf. Wir haben noch Eichenholz. Sehr gut. Sehr gut. So, dann machen wir das nämlich auch so dicht. Haha. Und hier auf der Seite... Hey, kommst du wieder her. So. Viel besser. Ja, jetzt hat das Haus sogar eine hübsche Form. Na, hallo. Super. Gefällt mir richtig gut. So, das Holz, das können wir erstmal da stapeln. Hier nehmen wir erstmal die Hälfte und verarbeiten die. Denn wir wollen jetzt ein Dach bauen. Ein hübsches, hübsches Dach. So, das bedeutet, wir brauchen auch hier nicht alles. Nehmen wir auch erstmal nur die Hälfte. Es wird natürlich nicht reichen. Wer hätte es auch gedacht, aber... Erstmal so zum Ansatz. Das Dach wird selber... hier wird keine Etage mehr reinkommen. Also es wird dann direkt unterm Dach sein. Das bedeutet, wir können jetzt hier so eine kleine Dreckbrücke bauen. Das Dach hier anfangen. Und das Dach hätte ich gerne so hier. Ist doch so. So, das kann hier ruhig ein bisschen überstehen. So. Genau. Das bedeutet aber auch... dass ich hier eigentlich noch eine Zwischenebene reinbauen müsste. Ja, müsste ich. Mist. Ach, verflixt. Okay, Fehler. Wieder mal fehlerhaftes Bauen. Beschweren Sie sich bei der Baufirma. Gut, bauen wir erstmal den Teil. Check. 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 Hup.
Chuck. Chuck. Chuckity-Chuck. Wie wir das machen, das ist mir auch noch so ein bisschen rätselhaft. Müssen wir gucken. So, jetzt bauen wir erstmal hier das alles nach Schema F fertig. Vielleicht auch nach Schema, was auch immer nach F kommt. So, ich habe jetzt weit zu voll zum Nachdenken, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Ich könnte es jetzt noch nachholen, aber dann würde ich bloß zeigen, wie schwer ich, oder wie sehr ich doch das Alphabet nicht beherrsche. Also ich habe gehört, es fängt mit A an, aber na, dann hört es auch schon wieder auf, ne? Also ich glaube, irgendwo kam noch ein Y vor, aber na, das ist wieder so gefährliches Halbwissen. Okay, nein. Soweit, so gut. Okay, jetzt aber. Jetzt sind wir auf der richtigen Höhe, um hier das fertig zu bauen. Okay, und dann würde ich hier gerne noch ein bisschen von dem Stein einsetzen. So, in diese Phase. Ist die Frage. Eigentlich würde es ja hier aufhören. So wie da hinten, aber... Oh, das wird ja ganz schön schwierig. Ganz schön knifflig und die Sonne geht schon wieder unter. Und der Berg ist durchsichtig. Nein, der Berg ist durchsichtig. Ist ja furchtbar. Okay. Genug Unfug. So. Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt regeln soll, ne? Ja, zu spitz. Will ich ein richtig spitzes Dach draus machen? So richtig spitzes Dach. Ich habe keine Ahnung. Es wird auf jeden Fall gerade wieder dunkel. Oh nein. Schnell. Nach Hause. Speedbuff. Ja. Ja. Okay. Flitze, Flitze, Flitze. Richtig spitze. An die Spitze. Nein, das. Spitze auf Spitze gereimt. Jawohl, ich bin voll der Reimmeister. So. Dück, 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 dück. Zack. Schlafen. So, träumen von leckeren Backkartoffeln, die wir zum Frühstück verspeisen werden. Im Bett. Frühstück im Bett. Toll. So. Gut. Ist ja eigentlich egal, wo wir frühstücken, weil das Frühstück haben wir ja immer dabei. Es ist auch gleichzeitig unser Abendbrot und Mittagessen. Der Mitternachtssnack, sowie... Guck mal. Das Häuschen sieht schon irgendwie jetzt schon sehr gut aus, finde ich. Das gefällt mir schon. Ich denke, das Dach sollte vielleicht sogar so schon reichen. Dass wir jetzt einfach quer rüber gehen und das dann abschließen. Oder... Warte. Ich habe vielleicht sogar eine Idee. Wenn wir das hier schon abschließen, was ja okay ist. Das sind 1, 2, 3. Dann ist hier Ende, genau. Dann müsste das ja von hier, dann hier hoch und da. Und dann reicht das genau. Oh, schön. So, und dann würde ich jetzt hier an der Stelle nämlich Folgendes tun. Ich würde hier einfach mit dem Dach ansetzen, so wie es sein sollte. So. 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 Und hier oben dann die halben Dinger drauf. Allerdings. Haha. Und das ist jetzt der große Kniff an der ganzen Geschichte. Versetzen wir das hier nochmal um eins nach außen. Und fallen runter. Das war lustig. Toll. Da war ja noch eine Treppe. Die lag da die ganze Zeit rum. Boah, wie schnell wir mit diesem Speedbuff sind. Das ist der Wahnsinn. Wusch. Wusch. Okay. So, jetzt wollte ich eigentlich das hier dran gesetzt haben. Dass das nochmal so doppelt gemoppelt ist. Quasi so. Wir haben nicht mehr genug Stein, ne? Echt nicht? Aua! So. Ich glaube, wir hatten hier in der Truhe noch Stein. Ja, haben wir. Sogar noch ein bisschen. Ein bisschen mehr. So. Und ganz viel Dreck. Musik ist wieder alle. Auch die Minecraft-Musik spielt nicht mehr. Das bedeutet... Ja, fröhlich bauen. Mit Musik. Sehr schön. Okay. Zoom, zoom, zoom. So. Ich denke, damit kann man loslegen. So, guck mal. Stein, 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 Stein. Stein. So, wo sind die Treppen? Da. So. Dann Stein, Treppe, Stein. Dass das jetzt so ein bisschen versetzt ist. Ja, wohl. Ja, wir gucken mal, was bei rumkommt.
Ob das dann im Endeffekt ziemlich hässlich aussieht oder nicht, das kann ich jetzt noch nicht sagen, aber es sieht schon ziemlich hässlich aus, ich weiß. Das Endprodukt wird entscheidend sein. Das Endprodukt sagt aus, ob unsere Taten gut sind oder schlecht. So, hier noch ein paar Treppen. Wups, die Wups. Okay, und wieder hinauf. Tschüpp, tschüpp. Nee, ich will da nicht runterfallen. Ich will doch da hoch. So, versuchen wir es nochmal. Mit unseren Mega-Jump-Run-Skills. So. Das hier. Das ist jetzt so doppelt, ne? Das ist. Ja, ich muss mal gucken, wie das aussieht. Ich guck mal, wie das aussieht. Au. Ja, und nur minimal wehgetan. Das sieht schon. Ja. Was ich aber machen könnte, ich könnte das Dach noch ein bisschen vorziehen. Das könnte ich machen. Dann würde das Ganze auch Sinn ergeben, was wir da gebaut haben. Wenn das Dach jetzt hier noch ein bisschen vorziehen. Ich denke ja, pass auf. Oh, da Ideen sprudeln gerade aus mir hier heraus. Das sind das Geile beim Häuserbauen in Minecraft. Ich kann einfach mal ein bisschen kreativ. Genau so. Okay, wir brauchen Stöcker. Moment, so, zwei. So, dann haben wir davon auch noch mal ein paar. Okay. Haben wir hier erstmal den Rand fertig. Wir haben schon fast alles verbraucht. Yay, toll. Die Fackel, nein. Fackel. So, die bleibt wenigstens hier. Okay, so, dann, ach so. Wo ist mein Baudreck? So. Ich glaube. Nee, das ist schon okay. Das ist schon okay. Pass auf, weil wir machen jetzt den hier. Setzen den hier oben drauf. Komm, komm. Da, jetzt. So. Auf der anderen Seite genau dasselbe. Zwei hoch und. Oh, jetzt muss man wieder genau zielen. Jawohl. Gut. Da bräuchten wir dann wieder einen Holzbalken, der so quer verläuft. Dann wird das nämlich ein überdachter Balkon, ne? Sowas hat man auch noch nicht. So. Auch mal was Neues. Der Dreck kann da an der Stelle weg. Und wir können hier gucken, ob das was wird. Bup, bup. Bup. Nein, das war falsch. Nicht abbauen. Ah, komm her. Jawoll. So. Und du kommst da unten dran. Hier und da. Und dann ergibt das nämlich mit der Überdachung auch irgendwo einen Sinn. Haha. Sehr schön. So, so und so. Wir können auch die andere Seite bauen. Wir haben eh noch viel zu... Nein, ich bin schon wieder runtergefallen. Das habe ich natürlich mit Absicht gemacht, weil ich gemerkt habe, dass die Musik alle ist und ich neue auflegen wollte. Ja. So. Nehmen wir nochmal die kurze auf, weil wir. Die Folge ist eh nicht mehr so lang. Von daher. Aber wir haben jetzt schon wieder ein bisschen was geschafft. So, ich wollte noch Holz. Brauchen wir ganz viele. Ganz, ganz viele Treppen. So. So, so. Alles klar. Soll erstmal reichen, bis wir hier wieder nachlegen müssen. Zur Belohnung gibt es erstmal eine leckere Kartoffel. So. Und ich lasse mich jetzt einfach hier runterfallen, weil das einfacher ist. Hup, hup, hup. Hup. So. Komme ich da jetzt irgendwie ran? Ja, doch so. Hup. So ist viel einfacher. Und hup. Jawoll. Nein, 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 nein. Nein, komm her. Ach, gut. So, so und so. Dann bauen wir nämlich hier noch den Teil hier noch. Aha. Und dann geht das Dach nämlich so wunderschön ineinander über. Und sieht nicht hässlich aus. Und, was vor allen Dingen bei der Dachbauweise das Schönste ist, es spawnen keine Monster drauf. Es ist ein monsterfreies Dach. Mit Garantie und allem. Ja, ist alles mit im Preis inbegriffen. Und guck mal, guck dir mal an, wie das jetzt von außen aussieht. Ja, warte, da. Schon ziemlich scheiße. Oh, toll. Nee, warte mal.
Wir gucken es uns mal ein bisschen von der Seite an. Da kraxeln wir ja so immer auf den Berg hoch. Ja. Und man sieht, das Häuschen steht hier an der Seite ein bisschen vor. Hat also was Eigenes, ein bisschen... Das doch, doch. Vielleicht können wir hier noch einen Querbalken reinsetzen oder sowas. Und da oben noch, keine Ahnung, Licht rein. Falls es wind- und wettermäßig was wird. Ja, vielleicht noch so ein bisschen was querbauen. Das können wir noch machen. Und weil ansonsten, wenn wir das Dach dann da hinten noch fertig bauen, das wird schon ziemlich geil. So. Das hat dann was, das Häuschen. Und ist vor allen Dingen auch was Eigenes. Natürlich müssen wir... Ups, voll erstmal die Maus weghauen. Natürlich müssen wir dann hier den Teil des Dachs noch fertig bauen. Aber... Also von vorne sieht es halt sehr blockig aus. Aber von der Seite und von hinten, da hat das einen enorm eigenen Stil. Also gerade hier das, was hier raussteht, kommt recht cool. Der Balkon, der hier, also die ganze Balkonfläche... Oh, da ist eine Fackel, cool. Die ganze Balkonfläche, die geht auf jeden Fall voll ab. Und ich würde sagen... Mit dem restlichen Bauprojekt, das überlassen wir einfach dem Zukunftsmoll. Haha! Und dann kann sich das da drum kümmern und wir gucken uns nochmal das schöne Häuschen soweit an. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach morgen wieder, wenn sich das Zukunftsmoll um den Rest kümmert. Bis dahin, haut's rein und ciao, ciao!